und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute gibt es von mir mal was von der Firma Lego. Und zwar aus der Marvel-Reihe der Infinity Saga, der Infinity Gauntlet. Den habe ich zu Weihnachten bekommen, den haben schon so viele vorgestellt. Dann dachte ich mir, komm, ich möchte auch mal das Schicksal in meinen Händen halten. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Da ich es geschenkt bekommen habe, weiß ich nicht, dass es komplett überteuert ist, aber es hat Spaß gemacht zusammenzubauen. Sieht lustig aus, ist beweglich, also von dem her bin ich begeistert. Hier ist die kleine Mini-Anleitung von Lego. Wir haben hier im Einband eine kurze Erklärung, um was es hier geht. Der Infinity-Handschuh und was er nur so alles kann. Und dann geht es ja auch schon gleich los, Lego-typisch, ich glaube, das kennt ihr alle. Drei Bautüten und dann wird hier munter drauf losgebaut. Was auch noch interessant ist, oder ich fand, man sagt doch immer, es wäre so bunt, wobei hier gibt es natürlich nicht viel Möglichkeiten, Steine zu verstecken. Es ist keine Farbseuche. Wir haben hier am Schluss eine Teileliste dabei und sind nach 148 Bauschritten fertig mit unserem Handschuh und haben wir dann, ja, 97 Seitchen. Lego-typisch alles ein bisschen dünn, die Seiten. Da müsst ihr echt aufpassen, dass sie euch beim Umblättern nicht einreißen. So. Ja, nach einer Stunde seid ihr fertig. Was fällt mir hier noch ein? Wir haben die Artikelnummer 76191, eine 18-Plus-Serie mit 590 Teilen. Ja, Lego und Marvel Teamwork. Hier übrigens in Print, kein Aufkleber. Oh. Der Preis ist ca. 65 Franken. Vielleicht gibt es auch schon günstiger jetzt. Es ist 1,5 Jahre alt. Vielleicht haben sie es auch im Preis wieder erhöht. Ich weiß es nicht. Der Aufbau macht Spaß. Ihr baut hier einfach eine kleine Halterung. Ja. Und dann hier mit Modified Bricks wird es dann hier einfach angesteckt. Das sind alles immer so Platten, ne? So Platinen, die ihr hier baut. So Elemente. Und die werden dann dran gesteckt. Innen seht ihr, ist er nicht so shiny golden. Da hat er hier mehr diese dunklen Brauntöne, diese ja, erdfarbenen Töne, matsch, matt. Macht aber auch nichts. Ich finde, es ist wirklich, wie auch andere vor mir schon erwähnt haben, eine stimmige Sache. Das gibt einen schönen Kontrast zu dem schönen Gold. Die Baulösungen, ja, also das ist ja wirklich nichts Aufwendiges. Es wird hier geklippt und es wird hier gesteckt, beziehungsweise innen habt ihr, glaube ich, sogar nochmal eine Technikachse verbaut. Und hier Gliedmaßen sind wirklich Finger alle schön beweglich, auch ein bisschen links, rechts. Die sind hier mit einem Clip auf einer Doppelachse aufgesetzt, also das ist eine lustige Idee. Steinequalität einwandfrei, also da kann ich Lego nichts vorwerfen. Auch die hier die Fliesen, die Goldfliesen, das sieht wirklich super aus, da gibt es gar nichts. Also ganz toll, ganz toll. Klemmkraft super. Lego, also kann ich nichts sagen. Farbtreue, das Modell gefällt mir wirklich gut. Ich habe keine Ahnung von der Infinity Saga und auch nicht von Marvel. Aber so als Dekostück ist es doch schön. Es hat auch eine gewisse Größe. Und hier, wie gesagt, wir können hier die Daumen und so bewegen. Hier diesen Marvel-Fingerschnips können wir machen. Ne? Wir können eine Faust ballen. Hier oben die Gelenke sind beweglich. Das ist also schon super gemacht. Wir können hier schön aufmachen. Wir können hier natürlich für mich als Metal-Fan noch die Pommesgabel machen. Wir können hier echt ein bisschen das verändern. Hier ist es sogar noch rund und beweglich, ne? Ist das Daumengelenk. Also das ist wirklich rundum eine gelungene Sache. Die Maße haben wir hier auf der Box. Die brauchen wir da gar nicht, zu messen hier. 31 cm hoch und 12 hier in der Breite. Man könnte es sogar noch beleuchten. Es gibt noch ein Beleuchtungsset dazu, wer da Lust hat drauf. Und ja, wie gesagt, das ist ein schöner Druck, der Infinity Handschuh, der Gauntlet. Und hier haben wir noch ein bisschen Farbseuche. 4 blaue Pins. Oh, also Pins, 4 blaue Rounds. Und innen eben ist das Ding hohl, ne? Einfach aufgesteckt hier. So eine Schürze. Gut gelöst, einfach gemacht, schnell gebaut. Was hatte ich, eine Dreiviertelstunde oder so? Aber macht Spaß, wenn ihr euch gedenkt, sowas noch anzuschaffen. Ich finde es jetzt auch als Nicht-Fan oder gerade als Nicht-Fan wirklich eine lustige Sache. Gefällt mir ganz gut. Absolut. So,
Ja, na, war es das von mir schon wieder, ne? Auch mal so ein Shorty gemacht wie der Frank. Beim nächsten Mal seht ihr mich auch wieder. Dann macht's gut, bis bald, bleibt gesund. Ciao zusammen.